Sie machen das ja schon seit vielen, vielen Jahren und jedes Mal steht man davor und denkt sich, wie macht er das? Ja, Wie haben Sie oder was inspiriert Sie für Ihre Tricks? Wie kommen Sie auf Ihre Tricks? Meine Inspiration, ja, das kann manchmal von Musik, wenn eine gute Song auf Radio lief, dann bekomme ich Ideen. Musik bringt mich manchmal auf die Idee und dann fängt das immer an, was wollte ich das Publikum zeigen? Zum Beispiel, ich will, aus meinem Körper kommt noch eine Hans Glock und aus ihrem Körper noch eins, sodass ich mich selbst kopiere zum Beispiel. Dann denke ich, ah, das ist eine gute Idee. Und dann denke ich, wie soll ich das machen? Die Lösung ist immer das Zweite. Erst denke ich, was wollte ich das Publikum zeigen? Es ist angestrengt, weil ich bin da immer mit beschäftigt, neue Sachen auszuarbeiten, zu entwickeln. Nicht einfach, deswegen kann ich auch nicht jedes Jahr eine neue Show machen. Ich mache eine Show, gerade House of Mystery, und dann bin ich da so ungefähr 5 Jahre mit unterwegs in verschiedenen Ländern. Und dann mittlerweile mache ich auch eine neue Show. Diese Show habe ich auch gemacht, weil ich unterwegs war mit der Houdini-Show. Das war ein Hommage zu dem größeren Harry Houdini. Und dann, weil ich unterwegs war, hatte ich an dieser Show gearbeitet. Denken Sie sich alles selber aus? Nein, nicht alles, aber ich denke viel aus. Eigentlich, ich bin sehr gut in die Präsentation, glaube ich, schön, das zu verfühlen. Aber es ist wie ein Singer, schreibt auch nicht alle Songs selbst. Man braucht da Songwriters für. In meinem Fall habe ich Trickswriters, Illusionwriters, und dann mache ich das zusammen mit diesen Leuten. Es gibt verschiedene Gute in der Welt und da bin ich immer mit, überlege ich. Aber ich mache ziemlich viel selbst. Ich bin auch sehr gut, um einen Trick eine neue Jacke zu geben, dass die Leute das nicht mehr erkennen. Dann denken die auch schon, dass das neu ist. Weil 2,5 Stunden neue Tricks zu machen, das ist schwer, das ist nicht einfach. Aber die Verfuhung, ja, das ist nicht so ein bisschen meine Hauptsache. Ja. Viele Menschen glauben ja auch an Magie oder an Übersinnliches im wahren Leben. Wie ist das? Glauben Sie auch an Übersinnliches? Oh, unbedingt, ja. Es sind so viele Sachen, die wir nicht verstehen können. Das finde ich auch toll. Ich finde das immer, ja, was passiert nach der Tod zum Beispiel. Und es finde ich auch schön, wenn ich unterwegs bin, weil ich war in so viele verschiedene Länder. Zum Beispiel hier genießt man von Magie, sieht man das als Entertainment. Aber wenn ich diese Show bringe, zum Beispiel in Südamerika, dann denke ich gleich an Voodoo und so weiter. Ja, das ist ein bisschen abhängig von den Ländern. Finde ich auch toll. Aber was glauben Sie? Gibt es denn Dinge, die wir nicht erklären können? Ist Ihnen schon mal Zauberei oder sowas im wahren Leben begegnet oder was Magisches? Ich glaube schon, dass es viel Zauberei gibt, aber dass wir das nicht sehen können. Dass wir das nicht sehen können, weil wir glauben nicht mehr in Vampire, wir glauben da nicht mehr rein. Aber diese Geschichte kommen von irgendwo von und wir verstehen das nicht. Ich finde das eigentlich auch toll. Das ist ein bisschen, ich bin auch ein bisschen an Horror. Ich liebe das, die Filme anzuschauen und die übernatürlichen Sachen. Dann denke ich, ja, aber warum nicht? Es sind viele Sachen, die wir nicht verklären können. Glücklich. Sie haben Pamela Anderson das nächste Mal mit dabei, wenn Sie nach Deutschland kommen. Was haben Sie für eine Beziehung zu Pam? Mit Pamela Anderson war ich unterwegs. Gerade 10 Jahre. Vor 10 Jahren hatten wir unsere eigene Show in Las Vegas. Und dann hat sie mir jeden Abend geholfen, 6 Monaten, 2 Shows pro Tag. Sie hat das super gemacht. Und gerade lebt sie in Paris. Und dann hat sie mir angerufen, weil sie hatte ein Angebot für eine Show in Paris. Und dann hat sie gesagt, sollen wir das zusammen machen? Und ich habe gesagt, das ist eine gute Idee. Aber dann erst geh mit mir zum Deutschland-Tournee. Aber ich muss sagen, sie ist nur aus den 100 Shows nur 15 mal in dieser Tour. So, wenn die Leute wirklich Pamela Anderson sehen wollen, müssen die natürlich gut checken, wann sie da ist. Aber diese Show ist eine Geschichte, ein bisschen gruselige Geschichte. So, sie spielt auch eine Geister in die Geschichte, aber natürlich eine wunderschöne Geister. Jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Wie werden Sie feiern? Mit 2 Shows pro Tag. Ja, für uns ist das natürlich Höchstzeit. Die Leute lieben, um mit der ganzen Familie zum Show zu gehen, auch zu meiner Show. Ich habe natürlich eine richtige Familienshow. Meine Show ist ein bisschen gruselig, aber trotzdem für Kinder, die lieben das. Man muss das vergleichen mit Harry Potter. So, all diese Sachen passieren, aber die Kinder, die lieben das. Was die am iPod anschauen, ist viel erschrecklicher als meine Show. So, ja, wir machen erste Weihnachtstag 2 Shows in Holland.
Und dann nächsten Tag fange ich an in Capital in Düsseldorf, habe ich mein Deutschland-Tour-Premiere, auch mit zwei Shows. So, für uns sind die Weihnachten nur angestrengt, ja. Okay. Wann wird denn mal gefeiert mit Familie, mit Freunden? So Nein, wir feiern das im Tourbus. Okay. Die Leute, womit ich unterwegs bin, der Show, wir haben 50 Leute zusammen, womit ich unterwegs bin, die Mitarbeiter. So, das ist auch ein bisschen Familie und dann feiern wir das miteinander. Weihnachten ist ja das Fest der Liebe. Wie wichtig ist die Liebe für Sie in Ihrem Leben? Das ist doch eins der wichtigsten Sachen, glaube ich. Dass man immer, ja, ich bin nicht so gut, ich liebe das Liebe nicht, um allein zu sein. Ich war manchmal allein natürlich auch und das passiert in jedem Leben. So, Liebe ist wichtig. Und, aber auch, man muss nicht deine eigenen Karriere vergessen, deine eigenen. Ich liebe auch die Magie, das ist auch eine große Liebe für mich, so, da bin ich auch immer mit beschäftigt. So, ich bin ein glücklicher Mensch, ich habe viel Liebe in meinem Leben. Was macht Ihren Partner, Ihren Freund für Sie so besonders? Er arbeitet in meiner Show zusammen, er hat Magie studiert, 10 Jahre, so, wir reden zu Hause immer über die Magie. In unser Haus fliegen wirklich alles durch das Haus und manchmal muss ich zu ihm sagen, und gerade zuhören, sagen wir das in Deutschland, we quit, weil dann bleibt man nur darüber reden. Aber er ist ein Ingenieur der Magie, so er denkt auch viele Sachen aus, hilft mir dabei. So ja, das ist auch natürlich glücklich, wenn man einen Partner hat, welcher da nichts zu tun hat mit Showbusiness oder mit Magie, ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Ja. Sie sind ja vor vielen, vielen Jahren schon sehr mutig auch an die Öffentlichkeit gegangen, haben zu Ihrem Partner als Mann gestanden. Ja. War das immer leicht für Sie? Ja, ich bin natürlich aufgewachsen in Amsterdam. Da war nicht eine riesige Geschichte, aber meine Eltern waren bei Anfang ein bisschen enttäuscht. Die wollten das natürlich auch nicht, weil jedem wollte, dass die Kinder so einfach möglich sein und so eigentlich unsichtbar sein. Aber glücklich, ich hatte sehr gute Eltern. Mein Vater lebt leider nicht mehr, seit 15 Jahren. Er war meine große Inspiration eigentlich. Und meine Mutter, sie hat Alzheimer. So, sie weiß noch immer, wie ich bin, aber sie ist sehr krank. So, das, ja, tut mir leid. Aber meine Eltern, in der Zeit, das war in den 90er Jahren, da war alles so in der Öffentlichkeit. Und gerade sind wir wieder, wenn man in der History anschaut, dann bekommen wir sehr intelligent und dann wir dumm und dann wir intelligent. Das finde ich ganz interessant eigentlich. Und tut mir leid auch. Ja. Sie sind ja in Holland geboren oder Niederländer, aber auf der ganzen Welt unterwegs. Was bedeutet Heimat für Sie? Oh, ich bin ein richtiger Holländer, glaube ich. Ich habe keinen Wohnwagen. Die Deutschen, die hassen uns immer, weil wir immer mit Wohnwagen auf die fahren, aber ja, was liebe ich, finde Holland ist natürlich ein sehr kleines Land und es ist liberal und sehr frei und ja, ich finde es toll. Aber ich liebe auch Deutschland, das Publikum hier ist sehr treu und speziell hier in Berlin ist natürlich, kann man auch nicht sagen, dass es deutsch das ist. Berlin ist ein Land in ein Land, finde ich. Das ist auch so einzigartig, so kann man eigentlich ein bisschen mit Holland vergleichen. Das ist, jeden ist sehr free-minded. Alles ist möglich in Berlin, finde ich auch toll. Aber trotzdem liebe ich Deutschland auch. Ich denke, dass man Deutschland und Niederland und Holland ist ein bisschen vergleichbar. Auch die Sprachen sind sehr in der Nähe. Was tun Sie für sich, um fit und gesund zu bleiben? Schwimmen, Fitness mache ich manchmal. Aber wenn ich das Show mache, gerade bin ich unterwegs in Holland, so ich habe nur 2 Tage hier, um Promotion zu machen. Wenn ich dann unterwegs bin mit meiner Show, dann darf ich kein Fitness zu machen, weil das ist so angestrengt, so körperlich. Das ist mein Stil, wie ich das verführe, zusammen mit meinen Divas of Magic, meinen weiblichen Kollegen. Dann verlieren wir so viele Kilos bei Anfang der Tour und dann bleibt man auch fit. Letzte Frage, was wünschen Sie sich für sich, für die Zukunft? Was wünsche ich mir für die Zukunft? Gesundheit, gesund bleiben und auf Tour bleiben in der ganzen Welt und dass wir ein bisschen besser miteinander umgehen. Ja, gut gesagt. Okay, bitteschön. Vielen Dank.